Kofferraum, Klappe geht auf. Hund springt raus und Party ist angesagt. Kennst du dieses Bild? Kommt dir das vielleicht bekannt vor oder so? Ja, in der Richtung. Das Aussteigen aus dem Auto, beziehungsweise der Start des Spaziergangs, ist sowas von wichtig, denn er beeinflusst ganz oft, wie der Spaziergang weiterhin abläuft, ob er eher entspannt ist oder aufgeregt und gestresst. Deswegen geht es heute einmal darum, ja, um den Start des Spaziergangs, um das Aussteigen aus dem Auto und warum es so wichtig ist, dass dein Hund hier wirklich schon mit Ruhe und Gelassenheit aussteigt und ihr dann auch miteinander in Ruhe losgeht. Wenn dein Hund aus dem Auto aussteigt und er weiß, ja, jetzt geht es zum Spaziergang los, ist es ganz oft so, dass die einfach aufgeregt sind. Sie fiepen vielleicht und sie möchten einfach los. Sie möchten sich lösen, sie möchten toben und rennen. Es geht endlich raus. Sie dürfen sich bewegen und ihr Bedürfnis nach Schnüffeln und Spielen befriedigen. Und das kann ich auch sehr gut verstehen. Ja? Aber auch wenn man sich freut, muss man nicht mit einem Knall losdüsen. Mit Entspannung und Ruhe geht das alles viel, viel angenehmer und dein Hund wird auch viel mehr von der Umwelt mitkriegen, wenn er in sich ruht. Denn wenn er diese ganze Aufregung und diesen Stress am Auto schon mitnimmt, dann kommt irgendwo ein Reiz noch auf dem Spaziergang und die Erregung geht immer weiter nach oben. Und dass er dann in ein unerwünschtes Verhalten hineinfällt, ist dann viel wahrscheinlicher. Deswegen empfehle ich grundsätzlich, das Aussteigen aus dem Auto bzw. den Start des Spaziergangs ruhig zu gestalten, damit dein Hund hier einfach schon mit einem niedrigen Erregungsniveau losgeht. Und damit du deinen Hund das beibringen kannst, musst du nicht laut werden, du musst ihn nicht erschrecken, nicht bestrafen, absolut nicht. Das geht wirklich ganz einfach und mit Entspanntheit. Erstmal geht es darum, dass du die Gewohnheit veränderst. Am Anfang versteht das dein Hund natürlich nicht, dass er jetzt nicht mehr einfach rausspringen darf und er sofort rumrennen kann. Deswegen braucht es ein bisschen Unterstützung von dir. Ich würde dir empfehlen, erstmal zu starten, dass dein Hund im Auto ruhig warten kann, wirklich ruhig, und dann auf ein bestimmtes Signal herauskommt. Und das natürlich auch wieder ruhig. Das Warten im Auto würde ich dir nicht empfehlen zu sagen, ja, jetzt bleib, du musst warten, sondern es soll für ihn ein Ritual sein, dass er automatisch im Auto bleibt und erst auf dein bestimmtes Signal herauskommt. Egal, ob die Kofferraumtür offen ist oder die Boxtür oder die Tür der Rücksitzbank, ganz egal. Er soll darin warten und erst auf dein Zeichen hin das Okay bekommen, dass er heraus darf. Wenn dein Hund sich gern durchdrängt und sofort loslegen will, dann geh einfach so vor, dass du sagst, du gehst zum Kofferraum oder zur Tür, öffnest sie einen Spalt. Möchte dein Hund sich sofort durchdrücken, schließt du sie wieder. Du brauchst nicht zuhauen und nicht mit einer Wucht zudrücken, sondern einfach wieder entspannt schließen. Das ist die Konsequenz. Wenn er sich durchdrängelt, hat er keine Chance rauszukommen. Dann öffnest du sie wieder leicht. Wartet er? Klasse, dann bestätige das bitte. Gib ihm sein Markersignal und leg ihn, wenn möglich, ein Stückchen Futter auf die Decke oder in die Hundebox hinein. So merkt er, ah, okay, die Belohnung kommt zu mir. Sollte er am Anfang vor lauter Aufregung kein Futter nehmen können, dann lob ihn bitte mit der Stimme. Und hier auch wichtig, lobe ihn ruhig. Denn du willst dir die Erregung niedrig halten, ihm einfach nur Feedback geben. Wiederhole das Ganze wirklich so lange, bis du die Tür komplett aufmachen kannst, dein Hund wartet, sich vielleicht sogar wieder hinsetzt oder hinlegt. Das braucht bei manchen Hunden ein paar Anläufe und ist doch überhaupt nicht schlimm. Und ja, dieser Moment, dass er sich wirklich wieder entspannt reinlegt, das kann, wenn dein Hund bisher immer sehr, sehr aufgeregt war, auch ein bisschen länger dauern. Du kannst ihn dann gerne mit Entspannungssignalen unterstützen, zum Beispiel ein Entspannungswort oder auch dein Entspannungstuch, wenn du eins hast, sodass er hier nochmal ein bisschen mehr Ruhe hineinbekommt. Aber alles Stück für Stück.
So, wenn das schon mal geschafft ist, dass dein Hund ruhig wartet, dann geht es darum, dass er lernt, jetzt darf ich aussteigen auf ein bestimmtes Signal. Nimm bitte kein Okay, Lauf, Hopp. Denn das sind meistens Signale, die wir im Alltag verwenden, wo der Hund schon ja, Tempo damit verbindet. Und dann verbaust du dir das, was du bisher aufgebaut hast, wieder. Nämlich die Ruhe löst du sofort auf. Deswegen überlege dir doch ein neues Signal. Meine Hunde zum Beispiel, denen erlaube ich auszusteigen, indem ich einfach die Hand nehme und sie kurz hier zwischen den Vorderbeinen an der Brust berühre. Das ist für die beiden das Signal, dass sie jetzt raus dürfen. Das heißt, du berührst deinen Hund zum Beispiel und dann darf er herausspringen oder aber du hebst ihn heraus oder er darf die Rampe heruntergehen, je nachdem, wie ihr das handhabt. Draußen angekommen, heißt es natürlich jetzt auch die Aufmerksamkeit und Ruhe bekommen. Und am Anfang wird es so sein, dass dein Hund dann natürlich losdüsen will. Du hast ihn bitte an der Leine, dass du das verhinderst. Und ja, jetzt kannst du mehrere Varianten fahren. Du kannst natürlich ihn einfach ansprechen und die Aufmerksamkeit verlangen. Und du belohnst das natürlich wieder. Und zwar so lange, bis er wirklich ruhig dasteht. Du kannst auch sagen, okay, du nimmst einfach ein paar Leckerlis, streust sie auf den Boden, dass dein Hund sie erstmal ein bisschen suchen kann und so runterfährt. Du kannst aber auch das 10-Leckerlis-Spiel verwenden, wenn dein Hund das schon kann. So förderst du einerseits die Impulskontrolle, du bringst Ruhe rein und dein Hund weiß gleich, ah, jetzt sollte ich mal kurz ein bisschen warten. Ist er ruhig und wartet, dann schließt du bitte erst die Tür, das Auto und richtest dich zusammen, dass ihr zum Spaziergang losgehen könnt. Und jetzt auch ganz wichtig, schicke ihn jetzt bitte auch nicht mit los geht's, los, sondern lasse ihn sich lösen, dass er einfach erstmal pieseln kann. Und dann hol ihn zu dir und ihr geht bitte die ersten 100, 200, 300 Meter gemeinsam los. Du kannst ihn entweder neben dir laufen lassen, ein Stückchen hinter dir oder aber vielleicht auch an einer, ja, 3-Meter-Leine oder 5-Meter-Leine. Was für deinen Hund hier optimal ist, das darfst du herausfinden. Wichtig ist auf jeden Fall, dass du mit Ruhe losgehst und erst, wenn ihr ein bisschen gelaufen seid und du merkst, ja, er ist angekommen, dann kannst du ihn in den Freilauf schicken und ihr könnt einen entspannten Spaziergang genießen. Ja, und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß bei deinem nächsten Spaziergang mit deinem Hund. Bis bald!